Safety Band, Impact, Lunchbox, Bumsfallerraum, Carpe Diem, Bull Whiting, Tante Lilly, gutes Essen und fantastische Stimmung bei den Besuchern. John F. Kennedy Platz. Dieses Jahr zog es Eventplaner Joe Felker mit dem zweiten deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest mitten ins Rammsteiner Wohngebiet. Bei sommerlichen Temperaturen lockte der Duft von Spießbraten zahlreiche Besucher aus allen Richtungen an. Bürgermeister Ralf Hechler begrüßte alle gut gelaunten deutsch-amerikanischen Freunde und eröffnete mit seinen Ehrengästen das Freundschaftsfest. Zum Auftakt spielte die Rock- und Pop-Formation der U-Safety Band Touch & Go und der John F. Kennedy Platz füllte sich schnell mit Feierlaune. Geile Musik, super Stimmung, leckere Drinks und das Wetter spielt perfekt mit. Was willst du mehr, wurde ich oft gefragt. Eventplaner Joe Felker hatte in 2 Monaten Planung das Bestmögliche aus der Veranstaltungsfläche gemacht, denn es wurde mal wieder einiges geboten. Nach einer langen ersten Nacht ging es am Samstag munter weiter mit der Pop- und Rockmusikgruppe Carpe Diem Unerhört. Ein Gemeinschaftsprojekt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung von den Reha-Westfalz-Werkstätten aus Langstuhl. Danach sorgte Impact, die lokale Band, mit Party On auf dem John F. Kennedy Platz mit über 2000 begeisterten Gästen für beste Stimmung. Heute ist Familientag für unsere deutsch-amerikanischen Freunde, erzählte mir Eventmanager Joe Felker am Sonntag beim Rundgang, welcher den Besuchern ein vielfältiges kulinarisches Angebot bescheren sollte. Egal ob süß oder deftig, warm oder kalt, für jeden gab es die passenden Leckereien zum Verkosten und Genießen. Erfrischende Cocktails in allen Variationen zum Probieren gab es natürlich auch. Eine gemütliche Umgebung und eine tolle Atmosphäre hier bekam ich von vielen Standinhabern beim netten Austausch zu hören.
Das kostenlose Bullriding war bei vielen kleinen Gästen der absolute Renner schlechthin und es wurde um die Wette geritten, bis der Abflug kam. Zelttruppe Bumsfallera mit Andreas Gumann vom Kongresscenter Rammstein spielte mittags zünftige Blasmusik, gefolgt von der Country-Band Lunchbox, die viele deutsch-amerikanische Freunde zum Tanzen einlud. Wunderschön ist es hier, Stefan, flüsterte mir Tante Lilly zu, während sie fleißig zusammen mit ihrem Sohn Thomas und ihrer Mutter, die zu Besuch aus Chile ist, die Luftballons mit Liebe in alle möglichen Formen bastelte und an die glücklichen Kinder verteilte. So entstand auch im Laufe des Tages die größte Blume, die es auf dem John F. Kennedy-Platz zu sehen gab. Wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hierher und legen noch einen drauf, verriet mir Joe Felker noch, bevor er sich wieder unter das bunte Volk mischte.